So, hallöle, herzlich willkommen im nächsten Part von Godzilla Unleashed mit eurem Pew Pew. Hello! Jetzt geht's weiter mit der Story! Ja! Ich werde dann, wie ich vorhin gesagt habe, sagen, was ich zu sagen habe. Hä? Hat nichts Sinn gemacht, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach nein, nicht schon wieder die Anomalie, ey, uns alles in einzuteilen. Dad, jetzt passiert es schon zum vierten Mal. Warum ist das hier so eine Zeitspanne? Nicht schon wieder die Monsterinsel. Die wird schon wieder angegriffen. Fickelschnauze! Ja, geil. Bleib online, Junge. Sei bereit, ein Teil der Planet Erde zum vierten Mal zu zeigen. Ja, sehr. Aha, jetzt wissen wir Bescheid. Wir sind in einer Zeitanomalie. Ne, Moment mal. Oh, wir haben endlich mal wieder hier jemanden. Oh, endlich. Biff. Biff, 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 biff. Yeah, yeah, yeah. Geil. Ich wachse einfach, ohne Grund, hahaha! Oh. Die Monster legen also endlich die Karten auf den Tisch. Startkontrolle, Mugera, bereit machen. Heute ziehen wir gegen die Monster in den Krieg. Und das glaube ich nur zum zweiten Mal. So, ja. So, dann sind wir hier. Ah, wunderbar, endlich mal wieder richtig gut. Ich hätte jetzt eigentlich Unverwundbarkeit machen können. Und dann hätte ich einfach so locker flockig durchlaufen können, ohne irgendwas Richtiges zu machen. Aber darauf habe ich keinen Bock. So, jetzt werde ich erstmal sagen, wie und was und wo. Also ich werde vielleicht sogar ab sofort 7 Projekte machen, weil dann hätte ich für jeden Tag ein Projekt. Das wäre nämlich eigentlich ganz gut, weil dann müsste ich nicht für Samstag und Sonntag immer aussuchen, welches Spiel ich dann hochlade. Oder, nee, ich habe keine Ahnung, vielleicht tue ich auch nur die Let's Plays so hochladen, dass ich halt in einer Woche zweimal ein Projekt habe. Denn da müsste ich mir auch keine Sorgen machen. Da könnte ich einfach ein Spiel erstmal durchsuchten und dann das im nächste Woche das andere Spiel und dann hätte ich das auch fertig und so. Das könnte ich auch so machen. Wäre eigentlich sogar besser, aber würde auch schneller gehen. Weil dann würden die anderen Projekte nicht so lange dauern. Irgendwie, irgendwo. Aua! Das war unverschämt von euch. Ihr behinderten Scheiß-Kristallkugeln. Jetzt haben die mir einfach wieder so viel Leben abgezogen. Ey, lade dich auf. Damit ich dich hier benutzen kann, um alles zu zerstören. Alles. Aber ich kann jetzt schon mal die Projekte sagen, die ich definitiv nach den Projekten mache. Die nach den aktuellen Projekten mache. Und zwar wäre das eine mal... Warte mal, Montag kommt Zelda. Also Zelda wird sehr lange gehen. Da habe ich noch gar kein Projekt, was danach kommen kann. Kann oder könnte. Jo, geil. Warte. Jetzt bin ich total irritiert wegen diesem komischen BYY-Scheiß. Ich sag mal, nach Godzilla Unleashed. Nee, warte mal, Dienstag. Dienstag kommt Undertale. Normalerweise. Wenn ich das ordentlich machen würde. Scheiße, verdrückt! Oh. Also nach Undertale habe ich noch gar nichts. Undertale kam so richtig spontan, deswegen wird das auch so sein. Ich glaube, ich mache doch die 7 Projekte. Da hätte ich jeden Tag was anderes. Und man würde nicht zurechtkommen. Oh, was gucken wir denn jetzt für eine Scheiße? Scheiße. Keine Belohnung. Und nur, weil ich mich verdrückt habe. Also ich sag mal, nach den Mittwoch, was kommt mittwochs normalerweise? Choir 4. Also nach Choir 4 wird definitiv Five Nights at Freddy's kommen. Und nach Five Nights at Freddy's, ich glaube, irgendwas anderes. Down. Weggetreten. So. Nimm das. So. Au, das tut weh. Ja, ich werde das so machen. Also nach Zelda weiß ich nicht, nach Undertale weiß ich nicht, nach Cry of Hero Five Nights at Freddy's, nach Godzilla Unleashed DS kommt Godzilla für PS4 und das wird sehr, 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 sehr kurz sein. Weil da halt die Story, da gibt es keine richtige Story, das ist es ja. Und da werde ich auch nicht mit Godzilla, sondern mit einem anderen Monster, oder doch, ich werde mit Godzilla, aber mit halt,
mit einer anderen Godzilla. Ich hab da, man hat da genug Godzillas, da kann ich mal einen aussuchen. Ach nee, doch, das könnte länger gehen. Es gibt ja einmal verteidigen und es gibt einmal zerstören. Na cool, dann, ja geil, dann kann ich ja doch beide zeigen. Dann könnte ich doch länger als 10 Parts hinbekommen. Oder so, hoffe ich. Aua. Aua, aua, ja, was kommt nach Monsanto 3 Ultimate? Wenn ich müsste bis März fertig haben, Monsanto 3 Ultimate. Ich muss ja jetzt erstmal nur noch farmen. Weil ich habe jetzt bis Morphwax Let's Played. Ab Part 30 ist die Morphwax und eine Webcam. Und ich habe natürlich... Och, schön, jetzt kommt wieder hier das. Ich springe einfach nicht drauf und ich krieg keinen Schaden, okay. Also nach Monsanto 3 Ultimate, ich werde es... Wenn ich Glück habe, bin ich bis März fertig. Dann kann ich nämlich das neue Monsanto spielen. Was rauskommt für die PS4. Und... Warte mal, was gibt's? Ja, das war's dann. Und ich habe vor, eigentlich noch zwei neue Projekte dazu zu hauen. Ein Projekt weiß ich definitiv, G-Stars. Wird auch wunderschön. Mal gucken. Ich glaube, ja. Also ich glaube, G-Stars will ich definitiv als sechstes Projekt reinhauen. Ich weiß nur nicht wann. Falls ich das mache. Ich müsste eigentlich dann sehr viel Let's Playen. Dann hätte ich sehr viel Let's Playen. Ah, ja. Deutsch, nichts gut. Ah ja, und nach Five Nights, ah ja, es wird dann immer anders sein, nach Five Nights at Freddy's. Ich werde nicht alle vier Teile direkt hintereinander machen, sondern werde dazwischen dann noch was reinhauen, was kurzes. Zum Beispiel, jetzt habe ich Bendy, eigentlich habe ich ja Bendy jetzt aufgenommen und hochgeladen. Oh, und Verwundbarkeit. Ja, geil. Eigentlich könnte ich ja auch einfach so ein Mini-Let's Play zwischendurch reinhauen, ohne dass jemand damit rechnet. Weil ich würde damit nie rechnen. Wird? Jetzt spielt er auf einmal das. Genau wie Bendy. Ich habe das einfach so komplett spontan mir als Play gemacht und gleich direkt hochgeladen. Drei Parts, einmal alles auf einmal aufgenommen. Wenn ich das bei Five Nights at Freddy's würde nicht so gut funktionieren, weil da werde ich definitiv nur sterben. Obwohl ich gestern den dritten Teil von Five Nights at Freddy's in der ersten Nacht ausprobiert habe. Was ich da machen kann, aber es ist nichts passiert. Kein Monster war zu sehen. Nirgendwo. Ich glaube, die waren einfach weg. Die erste Nacht war komplett null. Nada. Nix. Ja, so ist das. Mal gucken, wie das alles abläuft. Aber das siebte Projekt habe ich gar nicht im Hirn, was das sein könnte. Ich glaube, beim siebten Projekt... Ich bin mal jetzt aktuell und sag mal nicht, was... Also, ich habe jetzt Zelda, Undertale, Choir 4, Godzilla Unleashed und Monsanto. Sechstes Projekt könnte ich G-Stars machen. Das ist halt ein Spiel, außer für eine PS4, mit Animes sehr viel zu tun. Da sind alle Anime, fast alle Animes zueinander. Lol, der Hacker. Lol, was ist jetzt los? Habe ich den getroffen? Ja. Alter, der Beyblade hier, ey. Lol, mach doch mehr Schaden! Ich weiß gar nicht, warum der so komisch schießt. Mach das nochmal. Ich hab keine Ahnung, was das hier soll. Jetzt geht er wieder nach oben. Was ist denn hier los? Der mit seinen komischen Lasern. Ich bin jetzt komplett irritiert. Ey, geh mal nach oben. Ich könnte jetzt mal wieder hier meine Scheiße machen. Die Ultra-Attacke. Ich weiß gar nicht, gegen wen er da oben kämpft. Oh, dann ist er gar nicht da. La 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 la. Oh, Wichser, ey. Das hast du mit Absicht gemacht. Oder Radon. Oh, eigentlich ist das Higher Radon. Aha, stuck mich einfach und der trifft mich. Oh, scheiße. Ich hätte sagen sollen, der trifft mich nicht. Der hätte mich nicht getroffen. Aber jetzt hat er mich getroffen, der Wichser, ey. Ja, komm mal runter. Ich würde staunten. Alter, Mann. Das ist halt weh, du Arsch. Ja, jetzt gehe ich. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, klar. Komm einfach so nach oben. Nach oben. Ey, bist du behindert im Kopf? So, jetzt komm nochmal runter. Geil. Ja, guckt euch das an. Ich kann den nicht treffen. Aua. Ach, der kommt wieder hoch. Ja, da warte ich mal. Hier, nimm das und verschmolzen. Cool, geschafft.
Ja. Ich könnte auch nur 6 Projekte machen und den Sonntag frei machen. Dass ich Sonntag nicht so hochlade, aber warum soll ich? Ich weiß auch gar nicht, wie das abläuft. Ich glaube, nee, ich bleib doch lieber erstmal bei den 5 Projekten, die ich habe. Weil ich muss ja bedenken, ich bin bei einer Arbeit, da ändert sich die Arbeitszeiten sehr, sehr stark. Dann wüsste ich nicht, ob ich eine 6-Tage-Woche habe oder so. Dann müsste ich ja mich stressen, darauf habe ich auch keinen Bock. Aber ich gewinne gegen den. Guck. Oh, scheiße. Aber ich hab zumindest getötet. So, wir haben ja jetzt 12 Minuten am erst. Und ich warte immer noch auf den Klingel vom Busboten. Ey, bitte, ich will mein T-Shirt heute noch haben. Also zumindest stand im Internet. Es ist unterwegs. Jetzt weiß ich nicht, ist es unterwegs zum Paketstation oder ist es unterwegs hierher? Weil da stand es seit 10 Uhr. Ne, 11 Uhr. Nee, warte mal. Ja doch, 11 Uhr. Da bin ich total irritiert. Aber ich glaube, bestimmt auch 10 Uhr stand es schon. Ja, toll. Ach ja, das kann man gar nicht zerstören. Scheiße. Ich wollte es eigentlich zerstören, aber es ging ja wieder nicht. Das hat... Oh, die Hitze kommt. Die Hitze. Wenn ich Hitze bekomme, dann raste ich immer mehr aus als sonst. Alter, jetzt guckt euch das an. Ich habe beide getötet, ohne dass man es gesehen haben. Die sind einfach weggebordet, ey. Der da oben war weg. Der da oben war total weg. Auch guckt euch mal den Hintergrund an. Da hinten ist ein Hubschrauber. Da oben auf dem Turm. Ich guck mal unten auf dem Hintergrund erstmal, ab wann sich das wieder... Das wiederholt sich ja jedes Mal. Lol. Das wiederholt sich einfach ständig. Das sind heutzutage die Godzilla-Spiele, toll. Ach ja, ich könnte ja eigentlich online nach Godzilla Unleashed gucken. Für die Nintendo Wii, weil das ist komplett anders. Und ich glaube, das ist sogar ein richtig geiles Godzilla-Spiel gewesen. Aber die Grafik war scheiße. Obwohl, irgendwie bei Godzilla-Spielen sind die Grafikdinger immer scheiße. Aber mir ist es egal, Hauptsache Spaß! Nicht so wie andere Drecksmenschen, die denken, das wäre hier... Oh, der ist schon da, ich dachte jetzt eigentlich. Lol, jetzt beißt er mir ins Gesicht. Ey, Mecha King Ghidorah, ich muss dir mal was sagen. Ich habe dich schon mal besiegt. Oh ja. Und das ist sogar woanders. Also wie gesagt, ich werde definitiv nach Godzilla in die DS Godzilla PS4 spielen. Das wird eigentlich ganz witzig. Ich gucke erstmal, was für Godzilla ich mir nehme. Also Godzilla muss ich definitiv nehmen, weil sonst wäre das ja, würde man ja denken, du magst Godzilla nicht, aber spielt Godzilla Spiele. Ja, deswegen. Die Leute denken heute zu behindert, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wir haben zumindest, ja. Oh, ein Stein. Oh, ein Auto. Ein Kamel. Oh. Alter. Ja, ich glaube mal, Kairo verschwindet. Bale Jude, Bale Jude. Oh, war das überhaupt Kairo? Ach nee, das war... Ach, egal. Oh nein, Mecha-Godzilla! Die Kristalle haben also auch Einfluss auf die Monster. Also die Roboter-Monster. Das sehe ich jetzt schon 1000 Mal und ich merke es mir immer noch nicht. So ein Idiot. Den müssen wir verhauen. Ich drück Start und sag Outro, Outro. Rest ist der letzte Part und die Kanäle, Social Dinger, bla bla bla. Ich muss mir jetzt erstmal was raussuchen, ein Dings, wo ich halt... Ein Thema muss ich mir raussuchen, unbedingt ein Thema, ey. Heute war wieder ein Thema, das war richtig langweilig, weil ich mich 300 Mal wiederholt hab. Und selber nicht weiß, was ich mache. Aber egal, gute Nacht und tschüss. Nicht gute Nacht, LG Pilo, gute Nacht und ja, was weiß ich.